Hoi, wie soll ich diesen Monat zusammenfassen? Regen, Sonnenschein und ganz viel Avocado-Kerne? Okay, versuchen wir mal einen ernsthaften Recap. Der Mai hat begonnen mit einem Spaziergang mit Freunden im Wald und einem Hund. Es war richtig schön. Ich habe diesen Löwenzahn mitgenommen und den da dran gehangen, um zu beobachten, wie es sich öffnet. Ich habe endlich diese Auftragsarbeit fertiggestellt und rausgeschickt. Genau, für eine Buchbinderin, mit der ich jetzt schon länger zusammenarbeite und auch hoffentlich weiterhin werde. Schaut euch das an, sie sind aufgegangen, ich lieb's, es ist so schick und irgendwie magisch. Ich habe diese neuen Anstecker gemacht, aus Polymerton, damit habe ich ja früher unheimlich viel gearbeitet. Ich habe auch diese neuen Caps gemacht, die Menschen lieben sie, ich liebe sie, das bedeutet, davon wird es auf jeden Fall in Zukunft noch mehr geben. Sagt mir richtig gerne mal, ob ihr irgendwie Wünsche für Motive habt. Das ist immer ganz spannend, weil die ja mini werden. Ich habe unheimlich viele Märkte vorbereitet, neue T-Shirts gemacht, Kuh-T-Shirts, denn die Leute lieben Kühe. Und ich habe diese Taschen gemacht, Papiertaschen mit Henkel. Ich dachte mir, das ist für die Märkte wirklich mal praktisch, wenn die Leute irgendwie Shirts und Pullover kaufen, Sachen, die nicht in eine Brottüte passen, obviously. Ganz klar. Und ein weiterer Favorit diesen Monat waren diese Broschen aus Avocado-Kernen. Ich liebe die so wirklich. Hier ist ein kleiner Einblick in den Sketchbook-Druck, den die Patrons bekommen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen Patreon und das bedeutet, dass ich jeden Monat an Menschen exklusive Kunst senden darf. Ja, und diesen Monat ganz im Thema Pferde und Ranch. Ich finde Pferde total spannend und ich habe so Lust, Pferde zu treffen. Als Kind hatte ich nicht wirklich viel mit Pferden zu tun und sollte mich auch eher von denen fernhalten, da meine Mama Angst vor Pferden hat, beziehungsweise Respekt. Ja, auf jeden Fall sind die Pferde nicht geheuer und deswegen habe ich mit denen nie so viel am Hut gehabt. Hätte aber richtig Lust, einfach mal Pferde zu treffen, mit Pferden zusammen zu sein, weil ich einfach, ich finde, die sind irgendwie so kindlich und gleichzeitig irgendwie so mutig und stark und schnieke. Naja, und solange ich sie im echten Leben nicht antreffe und mit ihnen Zeit verbringe, bringe ich sie aufs Papier, ganz offensichtlich. Genau, es gab diesen Monat den Druck, den ich eben schon gezeigt habe, und zusätzlich noch diesen Druck, der aber nicht einfach zum Hinhängen ist, sondern einfach anregen soll, kreativ zu werden, aktiv zu werden. Genau das ist mein Ziel mit der monatlichen Post. Schaut es euch an, das ist eine Pferdepapierfigur. Und meine Patrons haben natürlich auch die Avocado-Knöpfe, eine Nadel und Draht, alles schon dabei gehabt, dass sie das einfach zu Hause machen können. Wo ich schon mal beim Thema zu Hause bin, ich war auch zu Hause, habe dort mein Sketchbook mit komisch aussehenden Vögeln gefüllt und die Aussicht genossen wie immer. Es ist so schön, wie nah wir am Wald sind. Die Natur direkt vor der Nase, ich liebe das so sehr. Wir hatten auch jede Menge Regen und trotzdem auch jede Menge Sonnenschein. Ich liebe das. Habe ich es schon gesagt? Ja, 1 Million Mal. Ja, eigentlich war ich dort zum Arbeiten, aber ich habe natürlich auch viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich habe diesen Stein beschriftet für Charlie, den Hund. Der ist leider verstorben, der war krank. Und wir wollten natürlich eine schöne Erinnerung, deswegen hat er diesen Stein bekommen. Generell habe ich Oma ein bisschen geholfen und wir haben alle zusammen ein bisschen Zeit verbracht. Ich liebe, Dinge im Garten zu entdecken bei meinen Großeltern, es ist so gemütlich. Schaut euch diesen Regen an, es ist so krass. Mal wenn ich so Wettererfahrungen mache, fühle ich mich einfach so verbunden. Da kam es sogar zu so einem kleinen Fluss und ich habe mich dann hingesetzt und gemalt. Einfach mit diesem Pfützenflusswasser, ich finde es einfach toll, dass es so vergänglich ist und trotzdem eine kleine Freude. Wir haben dann noch einen Tag bei meinen Großeltern im Garten verbracht und dann ja, sind wir auch wieder nach Hause gefahren. Ich war ja eigentlich eine ganze Woche da und Jakob ist dann für die letzten 2 Tage noch dazugekommen, damit wir einfach Zeit mit der Familie verbringen können. Genau, dann sind wir gemeinsam wieder zurückgefahren. Jakob hat mir dann direkt diese Buddies vorgestellt, die in meiner Abwesenheit vorbeigebracht wurden. Ich finde sie super witzig, mal abgesehen davon, dass sie richtig schön sind. Am nächsten Tag waren wir dann endlich in der Ausstellung. Es war der allerletzte Tag. Wir wollten viel früher, aber haben es leider nicht geschafft. Ich mag den Künstler. Ich mochte, wie die Kunst angeordnet war dort. Ich mochte, wie seine Geschichte erzählt wurde. Ich habe es nur langsam echt satt, dass die Leute einfach so einen Beamer setzen und dann einfach sagen, okay, das ist die Kunstshow. Ich meine, denkt euch was Neues aus.
Wir hatten trotzdem einen super Nachmittag. Wir haben uns danach mit Freunden im Park getroffen. Tatsächlich war es irgendwie eine Überraschung für mich. Ich kann euch gar nicht erklären, warum. Jakob ist einfach super romantisch, aber ich fand es richtig, richtig süß. Wir haben auf jeden Fall Kuchen und Früchte gesnackt, viel Kunst gemacht, Spiele gespielt. War cool. Und eine Freundin von uns hat uns diesen total verrückten Koffer einfach geschenkt. Schaut euch dieses Ding an. Und eine andere Freundin hat mir diese Tasse geschenkt, denn sie weiß, ich liebe Stiefel. Apropos Stiefel, die Patrons haben auch Hintergründe bekommen. Echte Schnieke. Ich bin diesen Monat wirklich viel Fahrrad gefahren für meine Verhältnisse. Ich bin super stolz auf mich, weil ich echt Angst vorm Radfahren habe. Vom Radfahren in der Stadt. Ich habe nicht wirklich Angst vom Fahrradfahren an sich, sondern mehr davor, dass ich irgendwie den Leuten im Weg bin und sie mich anpöbeln. Die Menschen werden so schnell laut und ausfällig und aggressiv und ich bin eine sanfte Seele. Ich halte sowas nicht aus, vor allem wenn es eigentlich nicht so nötig ist, dass man gleich so ausfällig wird. Jedenfalls bin ich viel Rad gefahren und ich bin echt stolz auf mich. Ich habe unheimlich lange mit mir gehadert, wie immer, wenn ich Sachen kaufe, aber zum Glück habe ich diese Kunst ergattert. Ich schreibe euch den Namen der Künstlerin hier rein. Es ist wunderschön und es war total lieblich verpackt, also bitte schaut bei ihr vorbei, wirklich richtig toll einfach. Ja, den Rest des Monats habe ich dann mit noch mehr Regen und noch mehr Märkten verbracht. Und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin, ciao.